Ja, wir sind bei der Firma Ibena Textilwerke in Rehde. Wir haben heute unseren Warnstreik gehabt anlässlich der Tarifrunde. Das Wichtigste ist natürlich für uns ein vernünftiger Tarifabschluss. Wir haben Verzicht geübt während der Kurzarbeit und wir erwarten jetzt einfach, dass auch ein vernünftiger Abschluss getätigt wird. Denn die Kolleginnen und Kollegen in Textil brauchen einfach eine vernünftige Lohn- und Gehaltserhöhung. Die Laufzeit hängt natürlich immer davon ab, wie fällt die Lohnerhöhung aus. Wenn die sehr hoch ausfällt, kann man auch eine längere Laufzeit vereinbaren. Aber der Arbeitgeber will ja eine lange Laufzeit und eine niedrige prozentuale Erhöhung und das geht überhaupt nicht mit uns. Auch wenn für viele Corona-Krise bedeutet Verzicht, Kurzarbeit, es gibt aber auch viele von uns in der Branche, wo es besonders gut läuft. Wie bei uns aktuell ist es so, dass wir im Lager sogar Samstag, Sonntags arbeiten müssen, zu den Überstunden, um alles ausliefern zu können. Und darum ist eine vernünftige Tarifrunde eigentlich Pflicht. Bildung im Tarifvertrag, BIT, spielt bei uns eine große Rolle. Die Plätze sind immer belegt, die Quote ist zu niedrig, es muss einfach erhöht werden. Die Kolleginnen und Kollegen würden gerne diesen Tarifvertrag mehr in Anspruch nehmen und leider sind uns da auch immer die Hände gebunden, weil wir zu wenig Plätze einfach dafür haben. Die Altersteilzeit müsste auch besser geregelt werden, die Zuzahlung ist viel zu niedrig und auch die prozentuelle Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die die Altersteilzeit nutzen können, ist zu niedrig. Wir haben eine lange Warteliste, denn die Kollegen werden immer älter und die Arbeit wird immer anspruchsvoller und das ist einfach wichtig, dass wir da eine vernünftige Regelung hinbekommen. Die Arbeitgeber müssen ein vernünftiges, akzeptables Angebot bringen und wenn wir da wirklich abschließen können, sind wir alle zufrieden. Und wenn nicht, werden unsere Kolleginnen und Kollegen hier im Werk auf jeden Fall noch mehr Kampfgeist zeigen, um einen vernünftigen Tarifabschluss zu bekommen.